Wir sind gerade wieder von unserem Samstagseinkauf zurück und ich dachte mir, ich zeige euch den heute auch wieder. Der letzte, den habe ich genau heute vor einer Woche gedreht, also letzten Samstag. Und genau, deswegen werde ich hier auch immer noch mal hin und wieder auf den von letzter Woche hinweisen. Wir waren jetzt nur einkaufen beim Dents Biomarkt, genau, weil der andere schon geschlossen hat. Und dort haben wir dann heute unseren Wochenendeinkauf getätigt, genau. Ja, ich fange mal hier vorne an. Quinoa hatten wir nicht mehr, deswegen habe ich da noch mal einen gekauft. Morgen wollen wir einen Auflauf essen zum Mittag mit Quinoa und Gemüse. Genau. Dann haben wir einmal Tomaten mitgenommen für einen Salat heute Abend oder zum Brot oder so zum Naschen. Wir haben auch noch mal einmal Mozzarella im Kühlschrank von letztem Wochenende und genau, dann noch mal Tomate Mozzarella. Ja. Sherry-Tomaten, genau, die naschen wir auch so zwischendurch, kommen auch in Salat heute Abend dann wahrscheinlich. Ja, Orangensaft habe ich mitgenommen, da ich heute ja noch eine Torte machen möchte. Und eventuell arbeite ich da noch ein wenig Saft mit ein. Oder das wird so getrunken. Oder kommt mit ins Smoothie. Deswegen haben wir auch Blattspinat mitgenommen, da wir mal wieder ein Smoothie machen wollen. Das haben wir jetzt schon wieder echt lange irgendwie nicht gemacht, total vernachlässigt. Es gab ja eigentlich schon eine ziemlich lange Zeit, wo ich tagtäglich meinen Smoothie getrunken habe. Naja, das soll jetzt auf jeden Fall wieder starten und deswegen kam auch Blattspinat nochmal mit. Der Reibekäse ist für den Auflauf für morgen. Genau, gibt es auch nicht mehr zu sagen. Dann habe ich hier dreimal Kernseife mitgenommen, denn ich habe vor, Waschmittel damit noch zu machen. Genau, und Kernseife fehlte mir noch. Dann haben wir Tee mitgenommen, weil wir nicht mehr viel haben. Und zwar einmal wieder Brennnesselblätter, mag ich ja total gerne. Die mixe ich mit getrocknetem Lemongrass und mache mir dann quasi meine Teemischung damit selbst. Und dann haben wir hier noch drei andere Kräutermischungen mitgenommen und Maxi hat sich einen Früchtetee mitgenommen. Ja, gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Die kenne ich, ja doch, den hatte ich schon mal, erinnere ich mich aber nicht mehr so genau daran. Und die beiden kenne ich noch gar nicht, also da kann ich halt auch nicht viel zu sagen. Dann haben wir noch einmal hier von Provermehl Soja-Heidelbeer-Joghurt mitgenommen. Das sind so vier kleine. Ja, zwischendurch zum Naschen oder zum Frühstück dann. Champignons sind mitgekommen, da wir heute Abend Ofenkartoffeln essen wollen. Wir haben auch noch Joghurt und Quark da, damit mache ich uns dann einen Dip. Champignons, die kommen dann mit aufs Backblech, die würzen wir dann auch ein bisschen. Ist immer super lecker. Also Champignons finde ich echt, die schmecken wirklich am besten aus dem Ofen. Gebraten schmecken sie nicht so gut, roh schmecken sie nicht so gut, am allerbesten aus dem Ofen. Ja. Vanillezucker haben wir nicht mehr und den brauche ich dann heute auch noch für die Torte, Kuchen. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ich glaube eher eine Torte. Brokkoli ist dann auch für den Auflauf morgen gedacht und dann hat der Maxi sich hier noch so eine Bio-Lemon mitgenommen. Ja, gibt es auch nicht viel zu sagen. Einen Basilikum mal wieder. Die schönen Küchenkräuter, die lassen ja immer gerne so schnell den Kopf hängen. Auf dem Balkon funktioniert das richtig super mit denen. Aber ja, da ist es jetzt mittlerweile zu kalt. Mal schauen, wie der sich jetzt hier in der Winterzeit in der Wohnung macht. Dann nochmal vier Orangen zum Naschen. Eine Grapefruit hatte Maxi sich noch mitgenommen. Und Bananen, die, ja. Das erzähle ich eigentlich jedes Mal wieder. Normalerweise hängt es euch wahrscheinlich schon, oder wahrscheinlich hängt es euch schon aus den Ohren heraus. Damit mische ich mir eine Milch an mit Wasser und Zimt, was dann zu meinen Haferflocken, ja, was ich dann als Milch nutze. Oder sie werden eingefroren, zu Eis gemacht oder eben so genascht. Jawohl, eine Gurke noch für den Salat heute Abend, den es zu den Ofenkartoffeln gibt. Und Paprika ebenfalls, sowie auch für den Auflauf für morgen. Ja, alles andere haben wir noch. Also die Kartoffeln sind noch da, Joghurt, Quark, wie gesagt. Salatkopf haben wir auch noch da. Deswegen fällt der Einkauf doch relativ klein aus, würde ich sagen. Ja, das war unser heutiger Einkauf.